Und nun? Ich meine, wo soll ich anfangen? Heute ist Donnerstag, eigentlich hatte ich heute vor, das Video zum Mastercase zu machen für den kommenden Samstag. Doch dann ist ein Problem aufgetreten, was ich zufälligerweise, naja, verdrängt habe, wie wir halt so Menschen so sind, ne? Ursache oder grundlegende Ursache dafür ist einfach, also Basis quasi, die neue Kamera, Spiegelreflexkamera, die hat ein wesentlich größeres Datenaufkommen durch die höhere Bitrate im Vergleich zu der alten Kamera. Und dadurch wird halt meine Rendering oder Render-SSD, wo quasi alles an Material drauf liegt und mit der ich quasi rendere, immer voller und voller. Das sind 256 GB, eine 840 Pro. Ja, und die ist voll. Also nach 2 Wochen muss ich da immer wieder ein bisschen ausmisten und zum Beispiel als letztes hier das Vacu-Projekt, das Wasserkühlungsprojekt, habe ich ganze 62 GB aufgenommen, ein reines ja, Videomaterial, ja, ein bisschen viel würde ich sagen. Und wie ich es bisher gemacht habe, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ich habe meinen Server gestartet und dann das Ganze erstmal draufgeschoben. Doch dann, als ich den Server jetzt eben quasi starten wollte, um die SSD leer zu machen, ja, da fiel mir ein, da war doch noch was, weswegen der Server jetzt seit gut einem Monat nicht mehr lief. Ja, zunächst machte es klick, 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 klick und ich konnte mich per Remote nicht mehr anmelden. Ja, dann fiel mir ein, hey, deine Festplatte ist ja kaputt, eine von den vielen, die da drin ist, das wolltest du noch machen. Ja, und jetzt ist es wirklich mal soweit. Es ist an der Zeit, dass ich auch mal jetzt hier die Festplatte austausche und die Gelegenheit wollte ich nutzen, um euch quasi mal meinen Server zu zeigen, meinen Home-Server. Ja, also viele hatten es sich gewünscht und auch mal, dass ich das Ganze mal zeige, wie es konfiguriert ist, was ich da so drin habe an Hardware. Gibt ja doch einige, die sich quasi für das Netzwerk-Server-System sowas interessieren und was da so drin ist, weil das Gerät habe ich mal hochgeholt, steht jetzt quasi hier neben mir. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, das ist mein Server und wenn man an den Begriff Server denkt, verbindet man damit ja dicke Server im 3 oder 4 HE Format, 19 Zoll fähig und das Ganze dann in einem dicken, fetten Serverschrank ist jetzt hier nicht der Fall. Der Server selbst, ich nenne ihn Server, hat eigentlich aber auch viele Funktionen, die ein normaler PC auch übernehmen könnte. Dieser Server ist Baujahr 2012 in dieser Konfiguration und seitdem hat sich nichts verändert an der Konfiguration, das heißt also Stand 2012. Also das Gehäuse ist das Bitfinex Prodigy in der Originalversion mit ITX-Support, nicht die MicroATX-Version. Die gab es kurze Zeit später auch, aber da habe ich halt nicht die Möglichkeit, die Anzahl oder die viele Anzahl oder die hohe Anzahl an Festplatten unterzubringen, wie man es halt hier sieht. So, wir starten unten im Bitfinex Prodigy. Wir haben hier ein 430 Watt Netzteil von Seasonic, das S212 nennt sich das Ganze. Also vollkommen ausreichend hier. Ein kleineres Netzteil wäre auch gegangen, hatte ich aber zum damaligen Zeitpunkt nicht da. Zumal war das Seasonic auch noch gratis aus einem anderen PC, weil dieser andere PC verschrottet werden sollte und das Netzteil ging noch ohne Probleme und daher habe ich das einfach übernommen. Darüber ist dann das Herzstück des Servers, bestehend aus einem Asus P8H77i, so hieß es damals, ein ITX Mainboard von Asus quasi mit dem H77 Chipset, bedeutet also, das Board ist für Sandy Bridge als auch Ivy Bridge CPUs geeignet. Und hier habe ich als CPU dann den Intel Pentium G860 installiert, ein Dual-Core-Prozessor mit 3 GHz, also 2x3 GHz, ohne Hyper-Threading, wie man es halt von Pentium kennt. Reicht aber für diese Anwendungszwecke, wo ich quasi noch gleich darauf zurückkomme, vollkommen aus. Und dazu gesellen sich dann noch 8 GB Arbeitsspeicher DDR3 von Kingston. Nichts Spektakuläres. Beginnen wir mal ganz unten. Das ist eine SSD. Also SSD ist das Systemlaufwerksmedium mit Windows. Zu der Softwarekonfiguration komme ich gleich nochmal. Die Intel SSD 330 180 GB ist schön schnell. Vorher hatte ich nur 160 GB Festplatte, sehr langsam. So, dann haben wir darüber 2 Festplatten. Das sind jeweils 500 GB, dann 2 weitere 1 TB Festplatten und als letztes dann oben die 3 TB Version von Western Digital, eine Green Festplatte. Wie ist das Ganze jetzt softwareseitig realisiert? Also die Basis ist quasi ein Windows 7 Professional 64-Bit natürlich. Grundsätzlich ist es so, also die 1 TB Festplatte bzw. die 2 TB Festplatten werden auf die 3 TB Festplatte gesichert. Das heißt also, per Skript, per Batch-Datei werden dann über die Aufgabenplanung, bevor der Server runtergefahren wird,
wird das Ganze gesichert, abgeglichen und so weiter und so fort. Die beiden 500 GB Festplatten sind zum einen Laufwerk D, was quasi das, ja, das Produktiv Segment ist, wo auch quasi die virtuellen Maschinen drauflaufen, wo so ein Install-Verzeichnis ist, wo so temporäre Downloads sind und so weiter und so fort, die ich halt quasi auf dem PC hier so benötige. Ja, und die zweite Festplatte, die zweite 500 GB Festplatte, ist quasi so ein Backup-Medium für alle PCs, die sich quasi in meinem gesamten Netzwerk so befinden, also meine Rendering-Maschine, mein Gaming-PC und so weiter und so fort. Also so eine kleine temporäre Backup-Lösung ist das quasi in diesem Sinne. Im Klartext heißt das also, ich habe kein RAID-System, RAID 1 oder RAID 10 zum Beispiel aufgrund der Datensicherheit. Würde gehen technisch schon durch das Asus-Board und durch den Onboard-Controller, aber ich bin jetzt kein Fan von diesen Host-Raid-Systems, quasi von dem Board-Controller aus. Wenn der Controller auf dem Board oder das Board allgemein hops geht, dann habe ich ein Problem. Ich bräuchte genau den gleichen Controller wieder, um das Ganze wieder zum Laufen zu kriegen. Natürlich ginge auch noch ein Software-Raid unter Windows, aber davon bin ich auch nicht sonderlich überzeugt aufgrund, ja, persönlicher Erfahrungen. Aber wozu? Ich habe es jetzt so gelöst, klar. Das ist jetzt 3 Jahre her, aus heutiger Sicht eher suboptimal das Ganze gelöst, aber es erfüllt jetzt den Zweck, den ich brauche. Es wird gesichert, es wird dann nochmal erneut gesichert auf die 3 TB Festplatte und das reicht mir persönlich vollkommen aus. So, das grundlegende Problem ist erstmal, eine dieser vielen Festplatten ist defekt. Sie klackert im Leerlauf rum, beim Starten auch sehr komische Geräusche und unter Last, also wenn ich sie ja nutzen möchte, verschwindet sie einfach aus dem Windows Explorer. Problem Nummer 1 ist jetzt erstmal rauszufinden, welche Festplatte es ist. Problem Nummer 2 ist erstmal das Ganze wieder zu entkabeln, quasi hinten auf der Rückseite, und dann die Daten, ja, bestmöglich im bestmöglichen Zustand wieder zurück zu kopieren. Und ja, wir schauen einfach mal, was das Problem ist. Wir starten den Rechner mal. Ich meine, mich zu erinnert haben, ich habe ja vor einem Monat schon mal geguckt, dass es eine der 500 GB Festplatten war. Crystal Disk Info. Hör auf zu klappern. Da war das Geräusch eben schon mal, vielleicht hat man es ja gehört. Das ist eine 500er, eine ältere. Sieht man schon an der Bezeichnung. Aktuell sieht das so aus mit ST500DM002 von Seagate. Z ist es nicht, das ist die 3 TB Festplatte. Wenn es die wäre, schlecht. Von den Smart-Werten sieht das alles auch relativ gut aus. So, der Übeltäter ist gefunden, der mir diese schönen Probleme seit ungefähr einem Monat ins Haus bringt. Und zwar ist es Laufwerk E unter Windows und dann sagt mir Crystal Disk Info, es ist diese Festplatte. Anhand der Seriennummer habe ich das Ganze dann ausgemacht. Und die werde ich jetzt mal ausbauen, an einen anderen Rechner quasi kopieren dann. Und ich hoffe, das Ganze funktioniert. Ich würde den Live-Aufbau oder Live-Ausbau gerne zeigen. Das Ding ist halt nur, ich kann es mal kurz anschneiden. Das Kabelmanagement ist quasi im Bitfinex Prodigy okay, aber bei der hohen Anzahl an Festplatten, die ich quasi installiert habe, ist es jetzt eher suboptimal schön. Ich zeige euch das mal kurz. Kleinen Moment. Ja, eigentlich schon ein bisschen überlastet, deswegen zeige ich euch jetzt nicht, wie ich das Ganze live ausbaue, kopiere und so weiter, weil kopieren ist ja jetzt wirklich selbsterklärend, Ausbau eigentlich auch. Und ich hoffe eigentlich, dass die Festplattendaten noch da sind, ja, und dass ich das Ganze wieder zum Laufen kriege. So, der Übeltäter ist beseitigt und das System läuft erstmal wieder. Aber das Ganze hat jetzt erstmal knappe 2 Stunden gedauert, obwohl auf der Festplatte nur 100 GB waren. Das kam mir schon etwas sehr langsam vor. Crystal Disk Mark hat es dann auch bestätigt. Wir hatten Leseraten von 50 MB und Schreibraten von 30 MB an einem SATA 6 GB Interface, also nichts Limitierung durch SATA-Port oder ähnliches. Heißt also, die Festplatte war wirklich schon ziemlich fertig. Schade drum, 500 GB Festplatte von Seagate hatte ich bisher eigentlich wenig Probleme. Im Allgemeinen hatte ich jetzt in den letzten Jahren sehr wenig Probleme mit Seagate-Platten oder auch Western Digital. Die nehmen sich eigentlich meiner Ansicht nach wenig nur noch, also vollkommen Latte, was man jetzt eigentlich kauft. SSD-Bereich war da schon ein bisschen anders mit Krusche und Corsair zum Beispiel. SanDisk hatte ich auch mal nicht so geil. Aber okay, System läuft erstmal und ja, ich hoffe, ihr hattet jetzt ein bisschen Spaß mit diesem vloggy-artigen Video. Zu den Server, den ihr mal sehen wolltet. Wie gesagt, ist kein richtiger Server. Ich nenne es Server, weil es mir so gefällt. Ansonsten könnte man es auch
All-in-One-PC nennen, der für alles andere da ist, was nicht auf dem Produktivsystem laufen soll. Wie auch immer, ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Das werde ich heute nicht mehr machen, weil es schon ein bisschen später ist. Ich habe keine Lust mehr. Und ja, Mastercase-Video kommt, da könnt ihr euch sicher sein. Wir sehen uns dann wieder, bis zum nächsten Mal und ciao. Bisschen Zeitversetzt heute. Ciao.